gibt's mir gern wieder einen Daumen nach unten. Gibt's mir gern wieder einen Daumen nach unten. So, Leute, ich bin wieder im Studio. Ich habe mir wieder einen Zettel zusammengeschrieben, denn heute gibt's Teil 2. Was braucht man alles, um Musik zu produzieren? Viel Spaß. Ich muss erstmal ein Stück vorrutschen. So, Leute, willkommen zu diesem neuen Video. Ich hoffe immer, euch geht's gut da draußen. Ja, bevor wir mit diesem Video richtig starten, was ihr auch im Titel schon gelesen habt, heute geht's um diesen schönen Zettel. Ich habe euch mal zusammengeschrieben, was ihr euch als Einsteiger, Anfänger kaufen könnt, wenn ihr mit der Musikproduktion anfangen wollt. Und bevor ich aber damit anfange, erstmal vielen, vielen Dank für die heftig vielen Nachrichten, Kommentare, Likes und was weiß ich. Danke, ich habe genau dieses Thema in meinem letzten Video angesprochen. Ihr habt es alle umgesetzt. Vielen, vielen Dank. So, jetzt rede ich nicht länger darüber, sondern ich würde sagen, Ruhe. Wir starten mit dem besten Producer-Setup, was man sich als Anfänger kaufen kann. Was ich mir wieder kaufen würde, ich habe es in der letzten Folge bzw. im letzten Video auch so gemacht. Was würde ich mir selber holen, wenn ich komplett von Null anfangen würde? Klar, ich habe jetzt ein bisschen den Vorteil, euch schon zu sagen, was besser ist und was nicht so gut ist, allein von den Boxen. Es war nicht einfach, da gute Boxen für wenig Geld zu finden. Ich kenne mich jetzt ein bisschen schon aus, was braucht man zum Beispiel für EDM, was braucht man für Deep House und so weiter. Deswegen habe ich euch mal, wie gesagt, eine kleine Liste zusammengeschrieben. Und da das letzte Video so gut bei euch angekommen ist, hoffe ich, dass dieses Video genauso gut bei euch ankommt. Und es hat mich sogar ein oder zwei Leute auf Instagram in der Story verlinkt, was natürlich auch ziemlich geil ist. Ihr könnt mich jederzeit gerne auf irgendwelchen Stories verlinken. Ich werde das dann in meine Story packen. Können wir gegenseitig ein bisschen Werbung machen. Spaß beiseite. Ich würde sagen, wir fangen an. Los geht's. Ich gehe jetzt ganz kurz durch, was benötigt man alles, um Musik zu produzieren. Es wird teurer als das DJ-Setup. Ganz klar, man braucht auch ein bisschen mehr Equipment. Ich denke mal, wenn man sich das nach und nach zulegt, ist es eigentlich ganz in Ordnung, auch vom Budget her. Was man natürlich ganz klar braucht, um Musik zu produzieren, ist ein MIDI-Keyboard. Ich habe euch zwei Stück rausgesucht, da kommen wir aber gleich dazu. Dann braucht man ein Audio-Interface, das heißt, dass ihr Töne aus den Boxen bekommt. Dann habe ich Studio-Kopfhörer, ist jetzt kein dringendes Muss, habe ich aber dazu geschrieben, weil vielleicht geht es ja euch dann genauso wie mir. Abends, wenn ich irgendwann, oder was heißt abends, wenn ich so um 12 Uhr, also Mitternacht, noch ein bisschen Bock habe, Musik zu produzieren und ich will meinen Nachbarn nicht stören, der ja über mir wohnt, dann arbeite ich hier mit meinen Studio-Kopfhörern einfach. Dann habe ich euch natürlich Studio-Monitor-Boxen, also ganz normale Boxen rausgesucht. Dann habe ich euch eine Producer-Software, das heißt ein Musikprogramm, aufgeschrieben und noch so Kleinigkeiten wie Schaumstoff. Ja, wenn ihr noch ein bisschen Budget übrig habt oder wenn ihr euer Studio ein bisschen pimpen wollt, ein bisschen aufrüsten wollt, habe ich euch noch Schaumstoff, also Absorber hingeschrieben, LED-Strips, machen sehr, sehr viel aus in einem Studio. Monitorständer, ziemlich praktisch. Kabel, gut, das ist ja eigentlich selbstverständlich, weil die Boxen müssen ja irgendwo Strom bekommen, beziehungsweise ihr müsst es ja mit eurem Audio-Interface verbinden. Und jetzt fangen wir an mit dem MIDI-Keyboard. Ich rutsche jetzt wieder ein bisschen nach links. Ich hoffe, das passt zu, Leute. Ist das in Ordnung? Los geht's. So, MIDI-Keyboard habe ich euch zwei Stück rausgeschrieben. Mit einem davon habe ich schon gearbeitet, und zwar einmal das Akai LPK25. Wie der Name schon sagt, 25-Tasten-Keyboard. Mega geil, mega schön und reicht für den Anfang vollkommen aus. Dem habe ich damals sogar selber angefangen zu produzieren. Wenn man längere Zeit dann irgendwie produziert, will man natürlich auch ein bisschen upgraden. Aber dazu kann ich dann auch noch ein Video machen, wenn es euch interessiert. Also 25 Tasten, Marke Akai, kostet rund 45 Euro. Die ganzen Produkte findet ihr natürlich wieder unten in der Videobeschreibung. Wenn es jetzt Leute unter euch gibt, die wo sagen, ah, 25 Tasten ist mir doch ein bisschen zu klein, habe ich ein MIDI-Keyboard gefunden von der Marke Alesis, glaube ich, spricht man die aus, hat 49 Tasten, also das heißt Alesis V49, 49 Tasten, sieht auch mega gut aus. Habe ich selber damit leider noch nicht gearbeitet, kostet aber auch 50 Euro mehr, das heißt, dann sind wir schon bei 95 Euro, aber eigentlich reicht für den Anfang dieses Akai LPK25. So, dann gehen wir gleich weiter. Audio-Interface. Wenn man Musik produzieren will, braucht man natürlich auch ein Audio-Interface. Ich kann euch eins empfehlen, beziehungsweise eigentlich nur dieses empfehlen, weil ich das selber benutze. Ein Focusrite Scarlett 2i4, beziehungsweise euch würde ich raten, das 2i2 zu kaufen. Warum? Meins hat zwei Eingänge, vier Ausgänge. Das heißt, ich könnte vier Boxen anschließen. Zwei habe ich schon angeschlossen. Ich könnte jetzt doch zusätzlich zwei anschließen.
Aber wenn man ganz normal Musik produzieren will oder damit anfangen will, reicht das 2i2, das heißt zwei Eingänge vorne, zwei Ausgänge hinten, kostet ja 120 Euro. Ich weiß, das ist viel Geld, aber ich habe euch ja schon gesagt, es wird ein bisschen teurer als dieses DJ-Setup, weil man natürlich auch ein bisschen mehr Equip braucht. Und genau, dann kommen wir weiter zu Studio-Kopfhörern. Ist jetzt kein Muss, aber rate ich jedem. Das heißt, wenn ihr abends mal produzieren wollt oder in Ruhe mal euren Nachbarn nicht nerven wollt, kauft euch Studio-Kopfhörer. Ich habe euch drei Stück mal aufgeschrieben. Einmal diese Superlux. Das sind die, muss ich nochmal nachschauen, HD681B. Kosten auch nur 20 Euro und ich muss leider sagen, ich bin nicht so zufrieden. Ich werde mir auch in Zukunft neue holen. Reicht aber auch für den Einstieg, sage ich mal. Kosten, wie gesagt, 20 Euro. Dann gehen wir eine Stufe höher, beziehungsweise eine Stufe teurer von der Marke One Audio. Da habe ich euch ja die DJ-Kopfhörer vorgestellt. Ich wusste gar nicht, dass die auch Studio-Kopfhörer haben. Von den Rezensionen eigentlich ziemlich gut und vom Preis her auch 33, 35 Euro. Ist jetzt nicht viel und ich sage mal für den Einstieg vollkommen ausreichend. Wer noch ein bisschen mehr Geld auf der Seite hat, dem würde ich raten, Beyerdynamic DT770 Pro. Die kosten halt schon ein bisschen mehr, und zwar 120 Euro ungefähr. Aber ich sage mal, für den Einstieg würde ich die One Audio oder die Superlux, also diese hier, empfehlen. Mehr braucht sie nicht. Dann Studio-Monitor-Boxen. Muss ich aber sagen, da kam ich schon fast an meine Grenzen, weil es gar nicht so einfach war, da richtig gute zu finden für wenig Geld. Ich habe mich trotzdem ein bisschen schlau gemacht, viel recherchiert, viel verglichen und bin auf zwei Boxen, beziehungsweise zwei Paar, ein Paar. Ich bin auf ein Paar gestoßen von zwei verschiedenen Herstellern. Einmal von M-Audio, das sind einfach nur aktive Monitorboxen, nennen sich die, die haben jetzt keine spezielle Bezeichnung. M-Audio, habe ich auch mein Keyboard davon. Ich habe mir die angeschaut, schönes Design, schöne Verarbeitung, super Klang, und die kosten zusammen, also ein Paar, zwei Stück, 195 Euro. Ihr müsst mal überlegen, ich besitze ja die KRK Rocket 6 und da kostet eine Box allein schon 180 Euro. Und hier zahlt ihr für zwei Stück nur grob 195 Euro. Ja, reicht für den Anfang, wie gesagt, vollkommen aus. Und wenn ich wieder von null anfangen würde, würde ich mir auch die kaufen, weil ich weiß, ich habe gleich zwei und nicht nur eine Box. Alternativ, haltet euch fest, habe ich wieder welche vom Marki gefunden. Da habe ich euch ja die DJ-Boxen vorgestellt. Jetzt haben die auch Studio-Boxen, das wusste ich gar nicht. Da kostet das Paar ungefähr so 110 Euro und sehen auch wieder schick aus mit dem grünen Design und von der Klangqualität. Muss man ein paar Abstriche machen, haben viele geschrieben. Klar, 108 Euro oder 110 Euro für ein Paar. Ist halt ein bisschen günstiger oder relativ günstig. Aber damit könnt ihr genauso Musik produzieren, beziehungsweise für den Anfang reichen die auch vollkommen aus. Was ich ein bisschen schade finde bei Monitorboxen, wenn ihr euch welche kauft, ist meistens nie ein Kabel dabei, sei es XLR oder Klinke. Das heißt, denkt dran, ihr müsst da dann noch Kabel kaufen, aber ich glaube, die 10, 20 Euro habt ihr dann auch noch. Dann kommen wir zum wichtigsten Part eigentlich und zum Herzstück von der Musikproduktion, und zwar das Musikprogramm. Ich habe damals mit Logic gearbeitet, das ist auch jetzt schon ein paar Jahre her. Jetzt arbeite ich seit, ich glaube, vier Jahren arbeite ich mit FL Studio. Es gibt drei verschiedene Bundles. Es gibt einmal dieses FL Studio Standard, dann gibt es FL Studio Producer Edition, die besitze ich auch. Die sieht so aus, kommt in so einem Karton zu euch. Habt es einfach hier, wie man wahrscheinlich auch ein bisschen sehen kann. Fokus, jetzt. Ein paar Plugins, also VSTs, und dann gibt es noch dieses FL Studio All Plugin Bundle, aber es kostet halt 800 Euro und es benötigt ihr nicht für den Anfang. Das, wie gesagt, ich würde euch empfehlen, kauft euch die Producer Edition, damit seid ihr voll ausgestattet, damit könnt ihr eigene Songs schreiben, eigene Songs produzieren, Remixe erstellen oder was ihr machen wollt. Reicht, wie gesagt, vollkommen aus, kostet aber auch schon 200 Euro. Aber ich habe es euch ja gesagt, es wird ein bisschen teurer als das Studio-Setup, weil ihr einfach ein bisschen mehr Produkte braucht, ein paar mehr Sachen braucht als wie beim DJ-Setup. Und sonst habe ich euch noch so Kleinigkeiten aufgeschrieben wie Absorber, aber das ist halt kein Muss. Dann habe ich euch noch, wenn ihr irgendwie euer Studio noch ein bisschen pimpen wollt, ein bisschen schöner dekorieren wollt, LED-Strips. Da gibt es natürlich auch wieder 10.000 verschiedene Hersteller, die irgendwelche LED-Strips anbieten. Finde ich cool. Ich habe mit euch ja zusammen die LED-Strips an die Absorber hingeklebt
und ich sehe gerade wieder, dass da hinten schon wieder abgeht. Deswegen muss ich mir da irgendwas einfallen lassen. Keine Ahnung. Genau, LED-Strips, dann Monitorständer, ganz normale Alu-Ständer für meine Boxen. Viele tun ja die Boxen auf den Tisch stellen, das heißt links und rechts an die Ecke. Kann ich leider nicht machen, weil ich keinen Platz mehr habe, weil ich arbeite ja jetzt mit 2 Bildschirmen und mir geht der Platz aus. Und ich wollte mir eigentlich einen neuen Tisch holen. Ich weiß noch nicht was, aber es wird auf jeden Fall was Neues kommen. Was habe ich noch? Genau, Kabel dürft ihr nicht vergessen für die Boxen. Und ansonsten, Mikrofon braucht ihr für den Anfang noch nicht, außer ihr wollt irgendwelche Cover aufnehmen. Ja, ansonsten sind wir eigentlich durch. Ich bin jetzt alles mal mit euch im Schnelldurchlauf durchgegangen. Und ich hoffe, dass das Video wieder so gut bei euch ankommt wie das letzte. Wenn ja, gebt mir gern wieder einen Daumen nach unten. Schaut gern in die Videobeschreibung. Da habe ich euch die ganzen Produkte natürlich wieder verlinkt. Und jetzt werde ich mich an den Schnitt begeben, weil ich glaube, ich muss wieder einige schneiden und ein paar Effekte einbauen. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und mein Ziel ist dieses Jahr, die 1000 Abonnenten zu erreichen. Und ich glaube, das schaffe ich, wenn ich weiter so Gas gebe wie jetzt. Und in diesem Sinne melde ich mich ab. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, wie gesagt, ich konnte dem einen oder anderen ein bisschen unter die Arme wieder greifen. Und dann sehen wir uns zum nächsten Video. Es werden jetzt viele Videos oder es wird jetzt demnächst ein kleines Projekt wieder anstehen. Dazu kommt am Wochenende was. Und jetzt melde ich mich ab. Bis dahin, Leute. Bleibt stabil und ciao.